wie man es betrachtet. Welch Sorge dich umnachtet. Was jetzt passiert, ist fern von dem, was ich für möglich hielt. Menschen dürfen nicht mehr selbst entscheiden, ob sie an Krankheit oder Einsamkeit leiden. Alles ist der Illusion von Sicherheit verschrieben. Ein altbewährter Helfer kriecht aus seinem Loch. Die Angst, sie funktioniert immer noch. Angst macht dich gefügig, Angst macht dich taub. Wir hatten es alles schon, doch wir vergessen viel zu viel. Willkommen, sie ist zurück, die kollektive Amnesie. Doch eines vergiss bitte nie: Es gibt ein Leben vor dem Tod. Man weiß nicht alles über den Entzug der Mündigkeit, aber man ahnt schon, dass er nicht die schönsten Gesichter zeigt. Denunziantentum ist wieder mal en vogue. Wenn wir nicht funktionieren, werden die Pforten schließen. Viele geben auf, Millionen Tränen werden fließen. Zu Flüssen aufbegehren und in die Meere spülen. Unbeachtet und seit viel zu langer Zeit erdulden Menschen anderer Länder schlimmstes Leid. Doch wenn's um uns geht, steht die Erde still. Vergessen viel zu viel. Willkommen, sie ist zurück, die kollektive Amnesie. Doch eines vergiss bitte nie: Es gibt ein Leben vor dem Tod. All das, was uns stärkt, wird kaum besprochen. Der kritische Geist hat sich verkrochen. Ganz schnell lässt man sich führen, anstatt unbequem zu sein. Demut spüren, selbstbestimmt bleiben, mal bescheiden, mal maßlos übertreiben. Nichts ist sicher, wenn man das Licht der Welt erblickt. Die Angst lässt uns erstarren, bloß nicht dran denken, dem Tod keinen Gedanken schenken. Aber frei zu sein, heißt es, Tau zu kappen. Ist alles schon, doch wir vergessen viel zu viel. Willkommen, sie ist zurück, der kollektive Amnesie. Doch eines vergiss bitte nie: Es gibt ein Leben vor dem Tod. Du bist dies, du bist das, du bist so. Man, bin ich froh, dass ich dich dissen kann, dass ich bei Facebook mal so richtig auf dich bissen kann. Hörst du nicht, was der Experte dort sagt? Doch schon, aber ich hab's hinterfragt. Was? Da gibt es noch so einen, wusste ich nicht. Was? Der sagt was anderes, das gehört sich nicht. Was? Der ist auch bekannt, ich kenne ihn nicht. Der hat ja wirklich ein ganz komisches Gesicht. Mann, ist der alt, hey, ist der schon in Rente? Nicht, dass ich hier noch meine Zeit verschwende. Was? Der hat schon viel für uns getan. Kann der uns diesmal seine Meinung nicht ersparen? Jeder hört nur seinen eigenen Gott und steckt für ihn seinen Kopf unter Schafott. Die Empathie versteckt schon ihr Gesicht, schämt sich und denkt, sie hören sich nicht. Was uns am Ende bleibt, ist Menschlichkeit. Doch gerade jetzt bleibt dafür wenig Zeit. Was mag da alles kommen, wenn wir die Ohren spitzen, keine Plattitüden, nichts in die Arme ritzen? Es ist der Moment, der uns am Leben hält, den wir nur selten greifen können. Denn wenn er freundlich vor uns steht, lächelt er verschmitzt und geht.